Hallo zusammen. Heute geht es um Glück. Hör das Gedicht von Leon von Quinn, was Glück für ihn bedeutet. Kapitel 2a, Übung 5a. Leon von Quint meint: Glück ist Wärme, wenn es kalt ist. Glück ist Ruhe, die im Wald ist. Glück ist weißer Meeresstrand. Glück ist eines Freundes Hand. Glück ist. Lass das Gedicht und ergänzt. Finde Sätze heraus, die sich reimen und lese sie vor. Lest, was bei euch herausgekommen ist. Glück ist Wärme, wenn es kalt ist. Glück ist Ruhe, die im Wald ist. Glück ist weißer Meeresstrand. Glück ist eines Freundes Hand. Glück ist jeder neue Morgen. Glück sind Tage ohne Sorgen. Glück ist bunte Blumenpracht. Glück ist, wenn man fröhlich lacht. Was meint ihr? Kann man lernen, glücklich zu sein? Was bringt Glück? Glücklich zu sein bedeutet für mich, eine tolle Familie und treue Freunde zu haben. Ich bin glücklich, wenn meine Familie und ich gesund sind. Glück bedeutet für mich auch Freiheit. Für mich ist es wichtig, das zu machen, was mir Spaß macht. Wenn ich Ziele erreiche, bin ich stolz auf mich und empfinde Glück. Und ohne Zweifel kann ich sagen, dass Glück nur von uns abhängt. Das ist die Meinung des Arztes Eckhart von Hirschraum. Teilt er seine Meinung? Ich stimme der Meinung von Eckhart von Hirschhausen zu. Ich glaube, dass wir selbst etwas für unser Glück machen sollen. Es gibt keine Wunderpille. Glück ist in uns und in den Dingen, die wir mögen. Jetzt machen wir uns mit einem Märchen bekannt. Das ist die Überschrift des Textes, äußert eure Vermutungen, wovon dieses Märchen handelt. Schlagt eure Bücher auf Seite 87 auf, stoppt das Video und lest das Märchen durch. Beantwortet die Fragen zum Text. Zu welchen Personen hatte Hans Beziehungen? Wie waren sie? Genau. Hans hatte Beziehungen zu seinem Arbeitgeber. Er war geizig und hat Hans für seine siebenjährige Arbeit nur mit einer Gans bezahlt. Später hat er Lisa geheiratet und seine Frau war faul, aber listig.
Man kann sagen, dass sein Arbeitgeber und seine Frau ihn ausgenutzt haben. Wie könnt ihr Hans charakterisieren? Wie war seine Lebenseinstellung? Aus dem Gelesenen kann man zum Schluss kommen, dass Hans ein optimistischer, gutmütiger und ein bisschen naiver Junge ist. Er freut sich auf alle Dinge im Leben, sei es Sonnenschein, Regen oder Schnee. Er ist mit jeder Kleinigkeit zufrieden und er kann sogar in Unannehmlichkeiten etwas Gutes finden. Darin besteht seine Lebensphilosophie, in jedem Moment seines Lebens glücklich zu sein. Nennt die Glücksmomente im Leben von Hans. Er war glücklich, wenn es schneit, wenn es regnete oder wenn die Sonne schien. Ein Motorrad überfuhr ihn, er brach das Bein und zerriss die Hose. Er freute sich sowieso darüber, weil die Hose alt war. Für 7-jährige Arbeit bekam er nur ein Gans als Lohn. Die Gans lief im Weg. Er fand auch in diesem Moment Vorteile. Er freute sich, dass seine Frau weglief. Hans freute sich auch darüber, dass seine Frau zurückkehrte und er nicht allein war. Welche Lehre können wir aus diesem Märchen ziehen? Jede Sekunde unseres Lebens ist wunderbar. Etwas Schlimmes kommt ständig vor. Man muss in jedem Ereignis etwas Positives finden und das Leben genießen. Nur wir bestimmen, glücklich oder unglücklich zu sein. Hört einige Tipps, wie man glücklich werden kann. Kapitel 2a, Übung 5e. Nimm dich selbst nicht so wichtig und traue dir trotzdem etwas zu. Bestimme die Ziele, die du erreichen willst. Es ist besser, große Ziele in kleinen Schritten zu bestimmen und zu erreichen. Schreibe alle Glücksmomente in dein Glückstagebuch und erinnere dich öfter an sie. Denke positiv. Nur wer positiv an sich und seine Erfolge denkt, ist glücklich. Wenn es dir langweilig wird, sorge für die Abwechslung. Geh schwimmen. Unternimm etwas mit Freunden. Kontraste machen die Leute zufrieden und glücklich. Körperliche Aktivität schützt die Glückshormone. Aber wenn negative Gedanken kommen oder etwas im Leben schief geht, frage dich, ist das jetzt wirklich eine Katastrophe? Ich muss etwas unternehmen oder etwas ändern. Beim nächsten Mal wird es besser. Achtung, zu viel Optimismus kann auch gefährlich sein. Hör die Tipps noch einmal. Kapitel 2a, Übung 5e. Nimm dich selbst nicht so wichtig und traue dir trotzdem etwas zu. Bestimme die Ziele, die du erreichen willst. Es ist besser, große Ziele in kleinen Schritten zu bestimmen und zu erreichen. Schreibe alle Glücksmomente in dein Glückstagebuch und erinnere dich öfter an sie. Denke positiv. Nur wer positiv an sich und seine Erfolge denkt, ist glücklich. Wenn es dir langweilig wird, sorge für die Abwechslung.
geh schwimmen, unternimm etwas mit Freunden. Kontraste machen die Leute zufrieden und glücklich. Körperliche Aktivität schützt die Glückshormone. Aber wenn negative Gedanken kommen oder etwas im Leben schief geht, frage dich, ist das jetzt wirklich eine Katastrophe? Ich muss etwas unternehmen oder etwas ändern. Beim nächsten Mal wird es besser. Achtung, zu viel Optimismus kann auch gefährlich sein. Haltet das Video an, lest alle Tipps durch und macht Kommentare zu jedem Tipp. Mir gefällt der erste Tipp. Man muss an sich glauben und versuchen, etwas zu tun. Dabei kann man alle Schwierigkeiten überwinden, wenn einen die Familie und treue Freunde unterstützen und zu Hilfe kommen. Glücksmomente schreiben ist ein toller Ratschlag. In schweren Zeiten ermutigen sie mich und diese Erinnerungen versetzen mich in gute Laune. Ich bin damit einverstanden, dass man Ziele bestimmen und sie in kleineren Schritten erreichen muss. Unser ein großes Ziel kann man mit der Straße vergleichen. Man muss nicht an die ganze Straße, sondern an den nächsten Schritt denken. So sieht man den Fortschritt schneller und das kann uns motivieren, den nächsten Schritt zu machen. Ich stimme zu, dass positives Denken eine Hälfte des Erfolgs ist, weil unsere Gedanken materiell sind. Ich bin auch der Meinung, dass wir Glück in vielen Hobbys und Aktivitäten finden können. Sie bringen uns Spaß und lassen uns das Leben genießen. Unser Leben sieht wie ein Zebra aus. Wenn etwas jetzt schief geht, wird es nächstes Mal besser. Man muss an sich glauben. Sagt, was habt euch heute Glück gebracht? Heute bin ich ausgeschlafen. Das hat mich glücklich gemacht. Es war schönes, sonniges Wetter. Ich konnte einen Spaziergang genießen. Am Abend habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Ich habe mich über unser tolles Gespräch gefreut. So, das war's für heute. Danke für die Arbeit und bis demnächst.